Wir sind hier bei der Lenovo Live Messe mit dem Country Manager Schweiz von Lenovo, Pascal Schlittler. Herr Schlittler, grüezi. Können Sie unseren Zuschauern mal kurz sagen, wofür Lenovo steht? Das ist ganz eine schwierige Frage, weil wir haben so viel zu erzählen. Uns geht es ja eigentlich sehr gut zurzeit, oder? Wir haben sensationelle Resultate präsentieren können. In der Schweiz im ersten Quartal 77% mehr Notebooks geschippt, 16% mehr Desktops. Da stehen wir. Gute Produkte und erfolgreich. Punto Wachstum, wie geht es weiter? Wo möchte Lenovo in Zukunft auch noch angreifen? Also wir haben natürlich ein ganz klares Ziel, oder? Wir sehen natürlich HP und Dell. Wir haben uns ausgerechnet, das ist möglich, dass wir ganz nahe an die herankommen. Die Produkte stimmen, die Preise stimmen, die Qualität ist hervorragend. In diesem Jahr werden wir im Bereich Services noch einiges tun und dann wird man uns ganz gut spüren im Markt. Stichwort Green IT. Also Green IT ist ein absolut wichtiges Thema und da möchte die Lenovo auch ein ganz klares Zeichen setzen. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Displays zurzeit die besten Displays auf dem Markt, die erhältlich sind. Wenn Sie den EPA-Standard anschauen, da haben wir über 10 Modelle, sind Gold zertifiziert, da sind wir absolut führend zurzeit. Und das zeigt doch ganz klar, dass wir in diesem Bereich etwas machen wollen und Führer werden möchten. Dieser EPA-Standard, was ist das genau? Also EPA ist eine unabhängige Organisation, Sie können das nachschauen unter epa.net. Die hat ganz strenge Kriterien erlassen, das sind über 20 Kriterien, die Sie erfüllen müssen in Bezug auf die Umweltverträglichkeit. Also die Materialien, die Sie brauchen, um dieses Produkt, dieses Green IT-Produkt herzustellen. Und wir haben alle Kriterien erfüllt, auch die freiwilligen Kriterien, also das ist sehr, sehr schön. Jetzt hat man so gehört, dass Lenovo auch in den Servermarkt einsteigen möchte ab September. Können Sie uns da was zu sagen? Ja, wir steigen in den Servermarkt ein und zwar werden wir unser Produkteportfolio mit One- und Two-Socket-Server erweitern. Das wird in der Größenordnung September sein. Da werden wir hier in der Schweiz auch dieses Produkt anbieten. Es ist ein Lizenzprodukt von der IBM, also eine erprobte Technologie, aber die Lenovo wird die gesamte Supply Chain stellen, die Salesforce wird auch das Gerät verkaufen und wir sind von A bis Z für das Produkt verantwortlich. Jetzt noch ein abschließendes Wort zur Messe hier. Wie finden Sie die Messe selbst persönlich und machen Sie weiter hier? Also ich muss ja fast gut finden, oder? Das ist ja eigentlich ein Entscheid, den wir gemeinsam gefällt haben mit dem Marketingteam. Wir haben im letzten Jahr sehr viel positives Feedback gekriegt und wir haben über 300 Leute hier. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, so viele Leute motivieren zu können. Und glauben Sie mir, wenn Sie den Rest der Show noch sehen, dann werden Sie auch Freude haben. Vielen Dank, Herr Schlittler. Bitteschön.